Herzlich willkommen hier bei Supplementa kocht. Ich bin Luisa. Und ich bin Sophie. Und heute in der Barbie-Version. Heute machen wir eine pinke Pasta. Und die pinke Farbe verleiht ja, die rote Beete. Und es ist ein super schnelles Rezept. Also das habt ihr wirklich ja, super schnell zubereitet, wenn ihr in Eile seid und nicht viel Zeit habt zu kochen. Und irgendwas Besonderes trotzdem mal machen wollt. Ja, genau. Wollt. Genau, weil so ein bisschen Pep braucht quasi. Genau. Ja, es ist auch super interessant und super ja, special. Also ja. Es ist was Besonderes. Genau, deswegen fangen wir auch direkt an. Wir haben hier zwei Töpfe vorbereitet. Ich fange schon mal mit der Zwiebel und der... Genau. Und ich mache hier mal das Wasser heiß. Einmal einen Topf für die Nudeln. Ja, und die Zwiebel müsst ihr einfach nur... ja, quasi schälen, dass die Schale ab ist und vielleicht halbieren und dann kommt es auch so schon ins Wasser rein und den Knoblauch auch einfach nur ja, die Schale abmachen und genau. So, und ich mache dann direkt schon mal hier die Pasta. Wir haben heute eine Vollkornreispasta, die gibt es auch bei uns im Shop, ist glutenfrei natürlich und ich finde immer, Reispasta ist so eine der besten Alternativen eigentlich, die so am nächsten an normale Nudeln rankommen. Also ich finde, es schmeckt wirklich ein bisschen wie normale Nudeln. Ja, also ich auch. Warten noch ganz kurz, bis das Wasser heiß ist, aber das ist die Pasta. Und hier in das Wasser machen wir einmal die Cashews rein. Das ist quasi die Grundlage für unsere, ja, es soll so ein bisschen eine cremige, sahnige Soße werden. Und ihr könnt die Cashews entweder ja, über Nacht einweichen oder wie wir jetzt eben kurz kochen. Genau, und da geben wir dann quasi auch noch die rote Beete hinzu. Die haben wir heute Morgen ja, frisch vom Biomarkt geholt, also vom Markt und einem Biostand. Und die geben wir hier mit rein. Und genau, dann kommt später noch ein bisschen Zitronensaft mit rein, aber das lassen wir jetzt erstmal kochen. Ja, ich tue schon mal den Knoblauch, zwei Knoblauchzehen und die Zwiebel hier mit dazu. Ja, und das ist ganz cool. Ihr könnt quasi alles in einen Topf machen, dann wird das Ganze dann kurz gemixt später und dann ist es eigentlich schon fertig. Und genau, deswegen, das lassen wir jetzt mal 5 bis 10 Minuten köcheln, dass die Cashews schön weich werden und cremig werden. Und genau. Ja, jetzt tue ich die Pasta und das kochende Wasser. Und jetzt lassen wir es ein bisschen kochen. Okay, wie ihr seht, haben wir die rote Beete Cashew Suppe, Masse, schon in den Mixer im Spülbecken gefüllt, weil wir Angst hatten, dass die ganze schöne weiße Küche dann danach aussieht. Deswegen haben wir das hier vorsichtig umgeschüttet und jetzt geben wir noch etwas Zitrone dazu. Frisch gepresste Zitrone. Und dann noch etwas Salz und Pfeffer. Das könnt ihr natürlich nach Belieben machen. Vorsichtig mit dem Pfeffer und dann geben wir das ja, den Deckel drauf und mixen einmal kräftig. So, unsere pinke Soße ist fertig und es sieht wirklich wunderbar aus. Die geben wir jetzt über die Reispasta. Das ist wirklich richtig. Schaut so gut aus. Ja. Ja. Das sieht richtig schön. Müssen wir natürlich jetzt auch wieder einen Live-Taste-Test machen. So. Aber diesmal haben wir uns einen Spezialisten quasi. Jetzt kommt noch der Basilikum. So. Ja, aber jetzt kommt der Felix noch dazu und der wird den Live-Taste-Test machen für uns. Oh. Der passt auch heute dazu. Da bin ich mal sehr gespannt, was die beiden gezaubert haben heute. Er sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Gucken wir mal, wie es ist mit den Nudeln. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig umzurühren. Ich hoffe, er ist nicht zu heiß. Mmh. Lecker. So soll es natürlich sagen, Mensch. Ist gut. Die Konsistenz ist ja hervorragend. Der Geschmack, man weiß gar nicht genau, wonach es schmeckt. Aber schmeckt gut. Also schmeckt nicht so intensiv nach Rote Beete quasi. Nee, überhaupt nicht. Ja, okay, cool. Also für alle, die Rote Beete nicht so gerne mögen, schmeckt man ja nicht so heraus. Ja. Ja. Und man hat sich trotzdem ein paar Veggies quasi mit reingesneakt.
Ja, so. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Nee, cool. Dann danke fürs Zuschauen. Und nee, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch ein Like da lasst, kommentiert, ob es euch auch geschmeckt hat oder ja, wie ihr es fandet. Und lasst auch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.